Heinis Heim. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Ja, in der letzten Folge sind wir hierher gekommen, ihr seht mich ja gerade nicht, so. Hier soll angeblich der sagenumwogene Dämmerwald-Tempel sein und das werden wir jetzt mal herausfinden. Wir haben hier unsere Deko-Pfeifen. Okay. Und jetzt hole ich noch etwas, um das Lied zu spielen. Und zwar ist das die Sonate des Erwachens. A, X, A, X, L, Y, L. Der Dämmerwald-Tempel. Sorry, let's go. Und rein in den Tempel. So, einmal speichern. Ja. Und jetzt brauchen wir noch eine zweite Sache. Und zwar die Feenmaske. Eine verirrte Fee, dies ist Nummer 1. Okay. Ich bin gespannt, wie lange wir in dem Tempel brauchen. War da was? Wahrscheinlich nicht. Oh. Nee, diese schwarzen Dinger. Das ist knapp gewesen. Okay, Nummer 2. Okay. Was ich weiß, das sind immer 15 Feen pro Tempel und wir haben nur 4 Tempel vor uns. Das ist ein bisschen ein kalter Punkt, sagen viele. Ich finde es okay. Da es ja die Herzteile dann eher mehr als Sidequests gibt, außer als Tempel. Und das finde ich mega cool. So. Und rein da. Was für ein Gestank. Hier stinkt es wie im giftigen Sumpf. Also hier sind irgendwo noch Feen. Aber wo? Wie geht's da jetzt endlich weiter? Ey, du bist schon wieder zurück? Okay. Oh! Hier ist eine Fee. Jetzt dafür Nummer 3. Man kann auch immer nachsehen, ob das jetzt wirklich schon alles war, weil die Maske glitzert so hübsch hinten bei den Haaren, deswegen weiß man, okay, es war noch nicht alles hier. Ich würde sagen, wir werden zum Deko. Ich glaube, wir können da hüpfen. Okay, so, zack, dann so, rüber, hüpfen. Oh gut. So, 3, 4, 5. Okay. Dann, 2, 3, 4. Wir probieren mal da hinten
1, 2, 3, 4. Jawohl, das war besser. Rubin. Nix. Fehl Nummer 4. Magie. Und nix. Fehlmaske. Okay, irgendwo ist noch eine Fee. Gut zu wissen. Okay, das wird jetzt... Okay, das war easy. Rubin. Und noch ein Rubin. Okay, dann würde ich sagen, hier rein. Aber als Link. Soviel zum Thema als Link. Oh, da hinten ist eine Kiste. Wartet. Hier ist auf jeden Fall auch noch eine Fee. Dafür ist die Feenmaske, dass man die Feen erkennt und wenn welche in der Luft schweben, dass man sie sofort bekommt. Das wird knapp, aber wir probieren es. Okay, dachte, es wird knapper. Oh, ein Schlüssel. Nice. Damit kann man die andere Tür dort öffnen. Er wird jetzt sorgen. Hier noch einmal zurück. Okay, und hopp, hopp. Okay. Hupf und wird. So, nice. Oh! Für uns. Nice. Müssten alle gewesen sein? Nice. Und nicht Ruhe. Diddly diddly diddly. Nice, nice. Okay. Und dann würde ich sagen, öffnen wir die Truhe. Dekolink muss mal reinhüpfen. Hopp. Haben wir? Oh, die Karte ist nicht. So, ist hier eine Fee? Hier ist keine Fee, okay. Okay, und let's go. Der scheint nicht allzu schwer zu sein. Stehe ich hier nicht rum. Halte A gerückt, um zuzupacken. Bewege ihn mit Hilfe vom Stick. Okay. Okay, da ist versperrt. Warte mal, kurz mit der Kamera. Ich kann eh kein Foto mehr schießen, aber herumgucken. Okay. Wir könnten schauen, ob das da oben vielleicht eine B hat. Deswegen ballern wir mal das da ab. Jawohl! Nice! B Nummer 5. Den noch. Das ballern wir auch ab. Oh ne, das war eine Biene, das war eine Biene, das war eine Biene. Okay.
Okay, huh. Dann würde ich sagen, wir gehen hier immer dumm. Oh, zweiter Tag. Ich weiß eh nicht, ob wir den Tempel schaffen. Also im Tageszyklus meine ich jetzt. Digga. Aua. Jetzt erfährt Nummer 6, lol. Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt. Dämmerung des zweiten Tages, es verbleiben 48 Stunden. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Geht das hier? Nee. Wie müssen wir hier jetzt weiter vorgehen in dem Raum? Auf jeden Fall kommen wir hier mal. Jetzt weiß ich's. Gott, das wird schwierig. Nee, 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 das war das Gewollte. Und zwar. Ey. Ja, moin. Ja, moin. Das war nicht absichtlich. Und ein Herz weniger. Nice. Deko mache ich das besser, meiner Meinung nach. So. Chip. Chip, 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 chip. Und chip, 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 chip. Solange die Spinne nicht zurück, passt alles. Okay. Wir werden gleich schauen. Okay, das waren alle Feen in diesem Raum. Nice. Ich glaube, das mit den Feen wird das am schwierigsten. So, genau. Und zwar müssen wir jetzt. Oh Gott. Das erste Mal ins Inventar. Und zwar brauchen wir die hier. Wünscht mir Glück. Ja. Digga. Schwierig. Oh, ich glaube, ich weiß, was da kommt. Nice. Das war's. Und Ruhe. Okay, wir kommen eigentlich sehr gut hier voran heute. Finde ich cool. Die machen wir aber jetzt mit Link auf. Oh, warte, Herz. Nice. Okay. Und Link. Mach sie auf. Den Kompass, ernsthaft? Ich sehe im Kompass die Feen? Wait, what? Stop. Nicht jetzt. Nee, oder? Das glitzert ja nicht. Jetzt sollte ich die Feen sehen.
Der war fies. Schneller. Link. Das war jetzt fies. Oh, na gut. Weil ihr das macht. Ich habe eine Idee. Noch mal ins Inventar. Und X. Vielleicht sind sie dann kaputt, diese Motten. Nö. Okay. Keine verschwendete Dekunus. Okay. Eins, zwei, oh Gott, 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 drei, ui. Okay, hier müsste normalerweise irgendwo eine Truhe sein, aber ich weiß es gerade nicht. Okay. Wir gehen fix mal Game Over in dem Game, das weiß ich jetzt schon. Heimlich, cool. Verirrte Fan Nummer 7. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo oder aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Nächste Folge geht es natürlich hier weiter im Dämmerwald-Tempel. Und dann würde ich sagen, tschüss mit der Witcher TV. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Majora's Mask 3D wieder. Bis dann, euer AppletTV. Servus.